Willkommen zum Octo British Grand Prix 2015. Willkommen auf Silverstone in Großbritannien. Moto2 steht an der Reihe. Wir haben uns heute mal Jonas Folger geschnappt, der in der Qualifikation von Rang 7 losgeht mit seiner Kalex. Und ja, wir starten doch einfach mal. Unser Rennen hier, ich glaube, 6 Runden müsste es gehen, 25%. Silverstone ist eine große, lange Strecke. Wir fahren hier gut in die 2 Minuten rein. Und ja, wie sieht's denn aus? Sam Lewis hat sich die Pole geholt mit Hallo, wir seiner melden uns live Speed-Up. aus Silverstone. Hier ist alles Dahinter kommt ein bereit. langes, Ich starte langes, eine langes spannende Kalex-Feld, die nächste Speed-Up, Moto2. die zweitbeste Es herrschen Speed-Up von gute Julian Simon, Wetterbedingungen und von den perfekte Spanier, gerade mal Renntemperaturen. Rang Wir 16. sind also Also gespannt, Sam welches Lewis hat da Ergebnis. schon was richtig, richtig Gutes hingelegt. Und ja, dann weiter geht es mit Alex Rins, dann kommt Roman Zarco, der große, große Favorit für den Weltmeistertitel. Auch danach erst Tito Rabat wieder auf der 4. Ja, zum Thema Aufholjagd habe ich ja auch mal in den letzten Rennwochenenden immer mal so ein Wort drüber gesagt. Aber jetzt gucken wir erstmal hier. Jonas Folger, wir starten von der 30. Position. Und es waren doch nur 5 Runden. Okay, also auch wie in der Moto 3 hier 5 Runden. Und jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier erstmal so ein bisschen sturzfrei durchkommen. Da haben wir Luis Salom, auch ziemlich weit hinten hier. Gerade mal 25. Und oh, da haben wir den Salom auch schon gleich wieder weggeholt. Da erinnere ich mich gerade mal an die Szene in Frankreich, in Le Mans war das. Da wurde er doch auch irgendwie in der letzten Runde weggeholt und hat dann den bösen, bösen Finger gezeigt. Aber nun gut, wir fahren hier erstmal durch. Renny Krummenacher haben wir hier schon. Sind das 23. Hier mit Speed und ein bisschen Windschatten vorbei. Relativ spät auf der Bremse. Mal gucken, außenrum hier. Da haben wir den Aguilera schon gesehen. Anthony West, Axel Punz. Wir müssen jetzt auch ein bisschen mehr aufpassen. Wir haben die Physik auf Semi-Pro gestellt. Das heißt, erhöhtes Sturzrisiko. Wir müssen verdammt vorsichtig sein auf den Curves, das haben wir in der Moto 3 schon gemerkt. So, jetzt hier neben Aguilera, dem Schweizer. Und natürlich auch erhöhte Gefahr. Oh, da war ich aber viel zu schnell. Da sind wir richtig heftig hier in Baldassari rein und da hat den Marcel Schrötter noch mitgenommen, so wie das aussieht. Nein, 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 da sind wir schon wieder auf die 25 zurück. Also man sieht hier, man hat hier schon dann wieder wesentlich mehr zu kämpfen. Robin Mühlhauser jetzt hier, also eine ganz schöne Schweizer Ecke hier hinten. So, Hinterrad will raus, dreht durch. Ja, 25. Einsturz schon gehabt, ist nicht so pralle. Auch in der Moto 3 mussten wir uns mal auf den Boden begeben. Sind jetzt hier auch wieder viel zu spät und crashen Kardos rein. Das ist doch wieder unfassbar. Unfassbar ist das doch schon wieder. 29. Das ist doch wieder sehr, sehr ärgerlich. Und das schon in der ersten Runde zwei Stürze. Aber jetzt geht's wieder los. Aufholjagd. Luis Salom ist wieder vor uns. Jetzt starten wir wieder von Null. Erste Runde war wirklich für die Cut. Also wir müssen da verdammt aufpassen hier, dass wir nicht in die anderen reinfahren. Thema Bremspunkt, eine große, große Sache. So. Die haben wir dann schon mal hinter uns gelassen. 23. wieder. Baldassari da vor uns. Diesmal aber rechtzeitig auf der Bremse. Ein bisschen dran bremsen kann man sich, aber da muss man aufpassen. So, da geht's rein. Auf den Curbs sehr, sehr gefährlich, wie auf Eis. Da muss man aufpassen. Ja, mit der Semi-Pro-Physik, da hat man schon ein bisschen mehr zu kämpfen. So, da haben wir dann Rossi schon, Krummenacher. Aber wir sind noch nicht in der MotoGP. Wir sind noch in der Moto2.
Wohin der Rat sehr, sehr unruhig hier bei der langsamsten Stelle der Strecke, bei dem Linksknick. Da hat sich ja auch Cortese verabschiedet beim Rausbeschleunigen in Quali. Und wir sind ja auch wieder, oh Mann, Mann, Axel Ponz hier. Und er hat sich sogar hingelegt. Das war nicht mit Absicht. Aber auch wir natürlich wieder sehr, sehr gefährlich unterwegs gewesen. 17. Rang. Können die Punkte schon ein bisschen beschnuppern. Aber die nächste Gruppe, die ist jetzt ein bisschen weiter weg. Hälfte des Rennens haben wir schon. Aber wir sollten da ganz gut aufholen. So, Anthony West hier unter anderem. Vorsicht. Und da vorne wieder Ecke da. So, hier mal ganz gut. Da nehmen wir den vollen Körper quasi mit. Und können da gleich reinstechen. Ein bisschen früher beschleunigen als die anderen hier. Nakagami, der ja auch relativ stark war im Qualifying. Startet hinter Lütti. Sechste Position. Hier wieder vorbei, die beiden. So, hier bin ich mal ein bisschen vorsichtiger auf der Bremse. Ich möchte den nicht touchieren. Ja, und Weitlinie, Mann, Mann, Mann. Das kostet so verdammt viel Zeit und schon sind sie wieder weg hier, Nakagami. Oh, Vorsicht hier. Nicht zu sehr schneiden die Curbs. Aber wir sind wieder dran. Es geht relativ fix. So. Mit Berührung hier. Hinterrad wieder sehr unruhig. Mal gucken, wie das dann später in der MotoGP aussehen wird. Simone Corsi jetzt vor uns. Mit einer Sekunde. Aber da kommen wir auch relativ schnell wieder dran. Da vorne konnte ich schon Alex Marquez sehen. Der auch ganz ordentlich unterwegs war. So habe ich es zumindest erfunden. Auch im letzten freien Training, das ich mir so zum Teil angeguckt habe. Es geht in den letzten zwei Runden. 12. Rang. Blick nach hinten, bisschen Luft. Wir machen sehr, sehr viel Boden gut. Also das ist eine gute Aufholjagd. Corsi haben wir. Jetzt sind wir an Marquez schon dran. So, hier wieder früh den Körb mitnehmen. Nicht zu sehr. Weil der verdammt rutschig ist. Aber jetzt können wir so ein bisschen Windschatten schon mal nehmen. Von Alex. So, rechtzeitig raus. Bisschen früh auf der Bremse. Aber wir können da schön und sauber vorbei. Haben jetzt den Top 10 Rang. Aber der Marquez, der will nochmal vorbei. Mal gucken, da müssen wir aufpassen. Gegenhalten. Und da konnte der wieder. Ja, die Sektion hier, die. Da verliere ich immer ein bisschen viel Zeit. Aber jetzt wieder vorbei. Da vorne haben wir unter anderem Cortese. Und Simeon, der Belgier. Mal gucken. Reicht das schon für den Windschatten? Na, die fahren ein bisschen weg. Ich habe oder konnte erst spät raus beschleunigen. Bin jetzt hier aber spät auf der Bremse. Deswegen fahre ich schon mal so ein bisschen innen, damit ich da nicht rein crash. Und wir können uns beide holen. Da haben wir doch einen Gewinn gemacht. 8. Rang. Und jetzt geht es in die letzte Runde auch schon. Vorne Mika Kallio. Blick nach hinten. Da kommen wir echt ganz gut weg. Also die Aufholjagd klappt ganz gut. Wir sind schnell unterwegs. Mit Jonas Folger.
Oh, Vorsicht hier. Das sind wir ein bisschen abgehoben. Und auch hier Weitlinie, ja. Aber ein bisschen an den Windschatten jetzt hier dranhängen. Dann können wir den Fehler so ein bisschen wieder gut machen. Gehen hier wieder raus, wie wir es die Runde zuvor gemacht haben. Aber ich glaube, diesmal könnte vielleicht kontern. Wir sind viel zu weit außen, genau. Da kommt der Kallio wieder vorbei. Und auch hier bleibt er vorne. Ah, vorsichtig auf den Curbs, aber hat schon mal besser geklappt hier wie in der letzten Runde. Diesmal keine Zeit verloren. So, außen vorbei. Sehr schön. Gucken, ob wir das jetzt auch halten können. Ist nicht mal allzu lange jetzt. Die Hälfte haben wir schon. So, hier wieder unruhig, ohne Ende das Motorrad. Und erst aufgrund der schlechten Linie konnten wir das sehr, sehr spät raus beschleunigen. Der Kallio, der kommt daran. Hier sind wir spät auf der Bremse. Aber nicht zu sehen von Kallio. Da vorne haben wir Lüthi, Morbidelli. Lüthi vor Morbidelli. Und oh, hier kommen wir sogar raus. Aber wir kommen durch. Siebte Position. Und ja, Sturz inklusive, möchte ich doch mal sagen, dass das recht ordentlich war. Da haben wir ganz, ganz gut aufgeholt. Und das Rennresultat, das gefällt mir doch auch schon ganz schön gut. Ich konnte da jetzt wirklich im Rennen nichts Großartiges dazu sagen, da ich ziemlich konzentriert war, fällt mir mal so gerade ein. Ich selber habe das Qualifying auch gar nicht gesehen, das auch mal vorweg gesagt, weil... Ja, irgendwie der Plan, der war ja so ein bisschen verändert. Die MotoGP auch sehr, sehr spät angefangen. Hat sich ja dann mit der Bundesliga ja, zusammen verstrichen. Und ja, ich habe mich dann eben für den guten Fußball entschieden. Und ja, wir sehen hier, Juan Zarco hat sich das Ding geschnappt. Ein Zehntel vor Sam Lewis, vor dem Pole-Setter. Dann ist Tito Rabat auf der 3, Alex Rins 4, ein starker Lüthi auf der 5. Ja, wir als Folge sind auf 7, haben da also nichts gewonnen, nichts verloren. Ich denke mal, das Ergebnis kann man auch ganz gut als Prognose fürs Rennen stehen lassen. Und ja, dann würde ich auch mal sagen, das war die Moto2, das war die Moto2 auf Silverstone. Und dann... Ja, viel Spaß bei den anderen Folgen. Moto 3 und MotoGP gibt es ja auch diesmal. Also volles Programm hier am Silverstone. Und dann, ja, sehen wir uns bei den anderen Klassen.